Da habe ich mir ja was ausgedacht. Also, los geht's. Und daraus machen wir den wahrscheinlich super saftigsten Schweinebraten der ganzen Welt. Aber erst musst du ihn waschen und dann mit Küchenkrepp abtrocknen. Du musst ihn beidseitig gut salzen und pfeffern. Lass das Fleisch etwas ruhen und schneide derweil das Gemüse. Gebe etwas Pflanzenfett in den Bräter und das Gemüse dazu. Mit Tomatenmark, Salz und Pfeffer würzen. Brate das Ganze scharf an und dann mit Brühe ablöschen. Das lässt du jetzt bei kleinem Feuer zugedeckt weiterköcheln. Soll der Braten eine Wacholdernote bekommen, noch einen Teelöffel hinein. Die Grillpfanne nicht zu viel fetten. Und wenn sie heiß ist, kommt das Fleisch rein. Ich glaube, jetzt ist es soweit. Ach so, der Rosmarin muss ja noch rein, der frische. Wie das duftet. Hier. Man sollte das Fleisch zwar nicht anstechen, aber zum Kontrollieren, ob es schon braun ist, kann man das schon mal machen. Und das große Stück Fleisch kann ich nicht anders machen. Na ja, das kann noch ein bisschen. Das macht solchen Spaß, auf dem Balkon zu kochen. Das kennt ihr euch nicht mehr. So, jetzt nehmen wir langsam den Rosmarin raus, dass das nicht bitter wird. Langsam wird es ungemütlicher dran. Es sind schon 2 Grad minus, aber das Fleisch muss erst fertig werden. Jetzt ist der Moment gekommen, jetzt drehen wir das Fleisch rum. Ach, wenn ihr das riechen könnt. Jetzt tun wir mal noch zum Ablöschen in Schutt rein. Und der ist natürlich vom eigenen Wein da. Zurück zu unserem Gemüse. Das ist das Gitter für das Fleisch. Und natürlich den Bratensatz aus der Pfanne. Öfter etwas Flüssigkeit zugießen. Und das möglichst nicht über 80 Grad. Den Braten gibst du nach dieser Zeit noch einmal in den Ofen zum Großwerden. In der Zwischenzeit kümmerst du dich um die Soße. Trennst das Gemüse von der Soße mit einem Sieb. Kosten ist erlaubt, du musst ja abschmecken. Etwas Sahne dazu und zum Andicken rührst du in Rotwein etwas Speisestärke ein. Jetzt nehmen wir den Braten aus dem Ofen und du wirst sehen, wie saftig der ist. Der ist so saftig, der zerfällt echt beim Schneiden.
Da brauchst du ein richtig scharfes Messer. Und jetzt kommst du auch ganz leicht durch die große Kruste. Viel Spaß beim Nachkochen.